Sie Bescheid über diese Einrichtung? Ich weiß nur, dass es eine Irrenanstalt ist. Für geisteskranke Kriminelle. Wir nehmen nur die gefährlichsten, verstörtesten Patienten, die, mit denen kein anderes Krankenhaus fertig wird. Sie werden hiermit zur Abgabe Ihrer Waffen aufgefordert. Wir sind ordnungsgemäß bestellte US Marshals. Solange Sie hier sind, halten Sie sich an die Vorschriften. Gentlemen, willkommen auf Shutter Island. Marshal Daniels? Doktor, diese Gefangene, Rachel Solando, ist also irgendwann in den letzten 24 Stunden entflohen. Ist sie gefährlich? Kann man sagen. 11 Meilen bis zum nächsten Ufer und das Wasser ist eiskalt. Wir wissen nicht, wie sie aus dem Zimmer gelangt ist. Bei unserer Mitternachtsrunde war sie auf einmal weg. Als wäre sie durch die Wände verdunstet. Wer ist 67? Insgesamt gibt es 66 Patienten in dieser Einrichtung. Ja, das ist korrekt. Ja, es scheint, als würde Rachel Solando behaupten, sie hätten noch einen 67. Doktor. Eine Menge Leute wissen was über diesen Ort, aber keiner redet, als hätten sie alle Angst davor. Sie haben keine Tabletten geschluckt, oder? Sind Ihnen lebendige Albträume begegnet, Marshall? Ich habe hier etwas Wertvolles aufgebaut. Kapierst du es nicht? Du bist der Ratte im Irrgarten. Und wertvolle Dinge werden häufig missverstanden. Wer weiß davon? Jeder. Die Schwestern? Die Wachen? Wie kann das unmöglich wissen? Jeder weiß es. Dir ist klar, dass sie dich nicht gehen lassen können. Wo soll es denn hingehen? Nie verlassen. Die Frau über uns hat ihr Netzwerk verschlüsselt. Das WLAN ist ausgeschaltet. Hier geht es. Deswegen sagen wir alle auf das WLAN-Netzwerk. Wegen des Steins habe ich endlich mal deine Eltern wiedergesehen. Es scheint ihnen gut zu gehen. Aber leider arbeitslos. Süß, oder? Willst du meine Stelle als ihr Englisch-Nachhilfelehrer übernehmen? Muss ich so tun, als wäre ich Student? Wieso fällst du trotzdem jedes Mal an der Kunsthochschule durch? Halt die Klappe. Warum gibt's an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guitton mit Auszeichnung bestehen. Vater, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Das ist unsere Chance. In der ersten Stunde möchte ich gern dabei sein. Is it okay with you? Unser Junge ist ein geborener Künstler. Wir haben im Laufe der Zeit wirklich sehr viele Kunstlehrer bei uns ausprobiert. Ich musste gerade an jemanden denken. Nick Dunn, Sie sind im Moment wahrscheinlich der meistgehasste Mann Amerikas. Haben Sie Ihre Frau umgebracht, Nick? Alle haben uns immer und immer wieder gesagt, die Ehe ist harte Arbeit. Nicht für mich und Nick. Wie Sie alle wissen, ist meine Frau, Amy Elliott Dunn, vor 3 Tagen verschwunden. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich habe nichts zu verbergen. Hat Amy Freunde, die wir befragen können? Nein, eigentlich nicht. Sie wissen nicht, ob sie Freunde hat. Sie wissen nicht, was sie den ganzen Tag so macht. Sie wissen nicht, welche Blutgruppe ihre Frau hat. Er ist ein netter Kerl. Alle können sich hier selbst davon überzeugen. Mann, du kannst ihn wirklich nicht leiden, oder? Ich bemühe mich doch nur, freundlich zu sein zu den Leuten, die freiwillig mithelfen, Amy zu suchen. Ich werde üben, so zu tun, als würde mein Mann mich lieben. Aber vielleicht irre ich mich.
Haben Sie den mit der Brille schon mal gesehen? Amy ist der Typ Frau, die Bewunderer anzieht. Wer immer sie hat, wird sie wieder loswerden wollen. Ich hoffe, Sie können mir sagen, was das ist. Wollen Sie mit Amy auf Schatzsuche? Haben Sie diese Frau schon mal gesehen? Ja, an die erinnere ich mich. Ich kenne sie. Sie waren Freiwilliger bei der Suchaktion. Ich wollte nur helfen. Was wollte sie? Sie wollte eine Waffe. Wir sind alle in Sorge, aber wir haben einander. Ich fühle mich wie etwas, das man wegwirft, wenn man es nicht mehr braucht. Ich fürchte, es gibt mich bald nicht mehr. Das Typische für den Soziopathen ist der Mangel an Mitleid. Amy hat hier viel Blut verloren und jemand hat es aufgewischt. Wer wischt das Blut auf, wenn man ein Verbrechen vortäuschen will? Was immer Sie gefunden haben, es ist offenbar extrem belastend. Mir ist jetzt endlich klar geworden, ich habe Angst vor meinem eigenen Mann. Ich coache Sie, wie für eine eidesstattliche Aussage, was Sie sagen dürfen und was nicht. Ein dressierter Affe also. Ein dressierter Affe, der Hinrichtung entgeht. Die wird dich auseinandernehmen. Sie haben sie geschlagen? Es ist nicht gut genug für geschlagen? Es ist die Hölle! Definitiv nicht, nein, ich habe sie nicht angerührt. Wir glauben inzwischen, dass Nick schuld ist am Verschwinden unserer Tochter. Ohne Leiche, ohne Mordwaffe, können die nur hoffen, dass sie ein Geständnis ablegen. Weiß jemand schon genaueres? Sei endlich ehrlich zu mir. Wie war eure Ehe, Nick? Fragst du, ob ich meine Frau umgebracht habe? Mein Traummann. Dieser Mann könnte mich umbringen. Und was ist mit meiner Sicht? Nick. Dieser Mann könnte mich umbringen. Ihre eigenen Worte. Dieser Mann könnte mich tatsächlich umbringen. Kennst du das Sprichwort, die einfachste Antwort ist meistens die richtige? Ja, ja. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es stimmt. Eins sollten Sie über mich wissen. Ich bin auf eine sehr besondere Form von Security spezialisiert. Unterbewusstseins-Security. Sie sprechen von Träumen. Mr. Cobb hat einen Job anzubieten, über den er gern mit Ihnen sprechen würde. Ist das ein Praktikum oder so? Nicht so ganz. Wir erschaffen die Welt des Traumes. Wir bringen die Testperson in den Traum hinein. Und sie füllt ihn mit ihren Geheimnissen. Und sie brechen ein und stehlen sie? Naja, es ist streng genommen nicht ganz legal. Wir nennen es Inception. Ich bin soweit. Ich glaube, ich habe einen Weg zurückgefunden. Und dieser letzte Job, der bringt mich dorthin. Während man träumt, fühlt sich alles real an. Dass irgendwas merkwürdig war, erkennen wir erst, wenn wir wieder aufgewacht sind. Sie hatten die Verantwortung, Sie sind nicht darauf vorbereitet! Der Traum stürzt ein. Ich hab's unter Kontrolle. Wie sieht dann außer Kontrolle aus? Hab bloß keine Angst, von einer größeren Kanone zu träumen.
Entschuldigung, Sir, Sie sitzen im falschen Wagen. Sie haben 2 Tage lang um einen Termin gebeten. Dann erzählen Sie mal. So ein Fall ist mir noch nie untergekommen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper. Ist irgendetwas passiert? Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Wer ist das? Vielleicht kann sie uns helfen. Wir sind hier! Hilfe hier drin! Keine Sorge. Er weiß, wozu ihr hier seid. Er darf euch nicht anrühren. Er weiß das. Mm-mm. Mein Name ist Hedwig. Ich habe rote Socken an. Wie alt bist du? 9. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste Objekt im Universum. Wir kommen hier nur raus, wenn uns eine von ihnen freilässt. Du cleveres Ding. Hedwig, kannst du uns helfen? Okay, ich habe ein Fenster in meinem Zimmer. Magst du mir das mal zeigen? Das ist hier! Jetzt ist es zu, jetzt ist es auf. Dachtest du, das ist echt? Damit du abhauen kannst? Ein Individuum mit multiplen Persönlichkeiten, die seine Körperchemie verändern können, durch ihre Gedanken. Jemand kommt dich holen. Was, wenn er das Potenzial seines Gehirns ausschöpft? Es gibt keine Grenze. Er könnte zu allem werden. Heute ist ein besonderer Abend. Ihr werdet in Gesellschaft von etwas Größerem sein. Die Welt wird es nun verstehen. Die Bestie ist real. Schlimme Sachen mit Leuten gemacht und er macht schlimme Sachen mit euch. Ich komme jetzt rein. Scheiße! Wieso sind Sie hier? Ich habe meinen 85 Jahre alten Vater beerdigt, der Selbstmord begangen hat. Wir bedauern Ihren Verlust außerordentlich. Danke sehr. Das bedeutet mir sehr viel. In der Nacht seines Todes hat die Familie also den Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vorvaters Tod? Oh, die war toll. Meinen Sie, ob einer von uns ihn umgebracht hat? Nein, der nein, Familie ihn umgebracht hat. Wer zum Teufel ist das? Mr. Blanc ist Privatdetektiv von hohem Renommee. Oh, Sie sind berühmt. Sie erleben mich als respektvollen, ruhigen, passiven Beobachter der Wahrheit. Dreckige Heuer, sie schickt dir dein schmieriges Lachen sonst wohin. Nein, Martha. Ich vermute Fremdeinwirkung. Ich denke, es gibt da etwas, das sie mir erzählen wollen. Was? Was? Yep. Nein, nein. Sag du es ihr oder ich werd's tun. Oh, sie werden also weiter graben. Not going left. Na, oh, grundgültiger. It's the right time. Wirklich jeder kann lügen. It's your moment. The day has come. Alles wird gut ausgehen. Ich habe keinen Verdächtigen ausgeschlossen. Kommen Sie ganz nah ran. Denn je mehr Sie zu sehen glauben, desto einfacher ist es, sie zu täuschen. Ladies and Gentlemen, bei unserem letzten Trick werden wir eine Bank ausrauben. Auf 3 werden Sie durch Raum und Zeit zu Ihrer Bank in Paris teleportieren. 1, 2, 3. Jeder in diesem Saal hat schwere Zeiten durchmachen müssen. Einige haben ihr Zuhause verloren, ihr Auto. Doch heute Abend werden wir Ihnen einen Teil dieses Geldes zurückgeben. Danke Ihnen allen. Gute Nacht. Keine Bewegung! Hände dahin, wo ich Sie sehen kann! Können Sie mir erklären, wie Sie in 3 Sekunden von Las Vegas nach Paris gekommen sind? Wie sagen die jungen Leute heutzutage? Ach ja, Magie. Ich werde dich dran kriegen! Lektion 1 der Magie. Sei immer der schlauste Kerl im Raum. Ihre Bank war das Ablenkungsmanöver. Während Sie den echten Trick vorbereitet haben. Lassen Sie sie auffliegen und machen Sie sie fertig. Moment, Moment. Okay, doch nicht. Okay, danke. Danke fürs Zeitverlieren.
Was für ein grandioser Trick es auch ist, er wurde vor langer Zeit erfunden. Ich glaube, das, was als nächstes kommt, wird uns absolut verblüffen. Sehen Sie genau hin. Denn je näher Sie zu sein scheinen, desto weniger werden Sie tatsächlich sehen. Guten Morgen. Unser Thema heute sind die romanischen Sprachen. Neuigkeiten, die Sie teilen wollen? Auch 8 Stunden nach der Landung gibt es noch keinerlei Hinweise auf einen Erstkontakt. Die Objekte sind mindestens 450 Meter hoch. Mama, was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Weitere ähnliche Objekte sind überall auf der ganzen Welt gelandet. Dr. Banks, ich bin Colonel G.T. Weber. Wenn es um Übersetzungen geht, stehen Sie bei allen ganz oben auf der Liste. Ich habe etwas, das Sie für mich übersetzen müssen. Ist das... Nicht jeder ist solchen Erfahrungen gewachsen. Wann standen Sie das letzte Mal unter Stress? Zählt jetzt. Wir brauchen Antworten, so schnell wie möglich. Was wollen Sie? Wo kommen Sie her? Bist du bereit? Ich weiß nicht. Ja, das war kein Traum. Was passiert jetzt? Sie treten in Erscheinung. Oh mein Gott. Wie viele? Wir sind 1 von 12. In unserer Welt gibt es nicht den einen Anführer. Es ist nicht möglich, nur mit einem zu verhandeln. Wie klären wir Ihre Absichten? Ich gehe noch mal rein. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass Sie sich selbst in Gefahr bringen. Jetzt haben wir uns angemessen vorgestellt. Ihr müsst alle zusammen daran arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass alles, was passiert, mit uns beiden zusammenhängt. Ich weiß, was das ist. Was steht da? Waffe anbieten. Ich brauche keinen Dolmetscher, um das zu verstehen. Wir wissen nicht, ob Sie den Unterschied verstehen zwischen einer Waffe und einem Werkzeug. China hat gerade gedroht, ihre Muschel zu zerstören. Was immer sie machen, Frankreich und Korea werden folgen. Das könnte globalen Krieg bedeuten. Wir müssen mit allen Orten reden. Wir müssen einmal zusammenarbeiten. Uns bleiben 15 Stunden, bis die Hölle losbricht. Träumst du in ihrer Sprache? Ich weiß, warum sie hier sind. Was zum Teufel tut sie da? Vertraust du mir? Hast du deine Zahnbürste? Check. Hast du dein Deo? Check. Hast du deine Gammelhose? Hab ich. Was? Wissen die, dass ich schwarz bin? Sollten sie? Willst du nicht vielleicht? Du weißt schon. Mom und Dad, mein schwarzer Freund kommt dieses Wochenende mit raus. Ich will nur nicht, dass er einen Schock kriegt, weil er ein schwarzer Mann ist. So kenne ich dich ja überhaupt nicht, Bro. Familienbesuche und Rumreisen. Komm bloß nicht als Spießer zurück, Mann. Du kommst sonst noch mit der Hose über den Bauchnabel zurück. Sie kommen also aus der Stadt? Ja, nur übers Wochenende. Kann ich bitte Ihren Führerschein sehen? Er ist gar nicht gefahren. Ich will nicht wissen, wer gefahren ist. Ich will seine Papiere sehen. Nennen Sie mich Dean. Umarmen Sie mich, Junge. Also, wie lange läuft das denn schon, diese Sache? Georgina und Walter waren verantwortlich für die Betreuung meiner Eltern. Als sie starben, konnte ich sie einfach nicht gehen lassen. Rauchen Sie von meiner Tochter? Ich werde aufhören. Sie könnte Ihnen dabei helfen. Wie? Hypnose. Ich komme schon klar. Schaffst du das? So schlimm wird's schon nicht. Hey, hör zu, ich habe recherchiert. Offenbar sind in der Gegend eine ganze Menge Brüder verschwunden. Alles cool. Bro, warum hast du keine Angst davor, Mann? Gut, dass noch ein Bruder hier ist. Chris hat mir erzählt, dass er sich durch meine Anwesenheit hier viel wohler fühlt. Hau ab. Entschuldige, Mann. Logan. Hau ab! Yo! Rose, wir müssen weg. Ist alles okay? Rose, die Schlüssel. Hol sie raus. Ich weiß nicht, wo sie sind. Rose? Versinke im Boden. Warten Sie. Versinke. Verstand sollte man niemals verschwenden. Niemals verschwenden. Wenn so viele Weiße da sind, werde ich nervös. Na
sollte man niemals verschwenden. Erschieß mich. Nein, ich kann es nicht. Mach schon! Wie geht sowas? Mit Magie. Ich vollführe dieses Kunststück auf eine Weise, wie es noch niemand auf der Welt je gesehen hat. Alle waren begeistert. Dieser Trick ist unübertroffen. Ein wahrer Magier versucht, etwas Neues zu erfinden. Etwas, worüber sich andere Magier die Köpfe zerbrechen. Ich nehme an, du hast so einen Trick. Ja, allerdings. Einen, der mich unsterblich macht. Was ist passiert? Einen besseren Zaubertrick habe ich nie gesehen. Ich muss wissen, wie er es macht. Das ist kein Trick. Es ist echt. Jeder große Zaubertrick besteht aus drei Akten. Der erste Akt ist die Ankündigung. Der Magier zeigt etwas Gewöhnliches, aber natürlich ist es das gar nicht. Der zweite Akt ist die Wendung. Er ist besessen davon, hinter deinen Trick zu kommen. Der Magier bringt das Gewöhnliche dazu, etwas Ungewöhnliches zu tun. Nun sucht man das Geheimnis, aber man findet es nicht. Deshalb gibt es noch einen dritten Akt, die perfekte Illusion. Der Teil, in dem sich alles dreht und wendet. Man sieht etwas, das man zuvor noch nie gesehen hat. Dieser Mann kann tatsächlich das tun, was Magier nur vorgeben zu können. Wahre Magie. Ich weiß, wer du wirklich bist. Du willst die Wahrheit? Nichts ist unmöglich. Abracadabra. Keine Geheimnisse mehr. Geheimnisse sind mein Leben. Prestige, die Meister der Magie. Ich will, dass du mich schlägst, so hart du nur kannst. Wieso? Was weißt du schon über dich, wenn du noch nie gekämpft hast? Moment, ich fange nochmal an. Wie die meisten von euch war ich festgefahren. Sie wollen also, dass ich meine jetzige Arbeit zurückstelle. Ja. Bis sie wieder wichtig genug ist. Das hier hat absoluten Vorrang. Ich konnte nicht schlafen. Nein, an Schlaflosigkeit stirbt man nicht. Beim Durchblättern von Katalogen stellte ich mir Fragen, wie welche Esszimmermöbel passen am besten zu meiner Persönlichkeit. Das ist dein Leben. Oder was davon übrig geblieben ist. Willkommen! Ich betete für ein anderes Leben. Seife. Ich stelle Seife her und verkaufe sie. So habe ich Tyler Durden kennengelernt. Na komm, schlag zu, bevor mich der Mut verlässt. Du hast mir voll aufs Ohr gehauen! Insgeheim hatten wir alle den gleichen Gedanken. Darf ich als Nächster? Und wir gaben ihm einen Namen. Gentlemen, willkommen im Fight Club. Die erste Regel lautet... Wow, ich übe. Ihr werdet nicht über den Fight Club reden. Ist das ihr Blut? Zum Teil schon, ja. Wer im Fight Club war, fing schon bald an, die Dinge anders zu sehen. Du wirst schon dafür sorgen, dass ich kein Auge zumache heute Nacht. Und sie hat alles kaputt gemacht. Sag nicht, du stehst auf sie. Oh Gott, nein, ganz und gar nicht. Durch das Fernsehen sind wir in dem Glauben groß geworden, dass wir alle eines Tages Millionäre, Rockmusiker oder Filmstars werden. Aber das stimmt nicht. Tyler hatte einen Plan. Wie auch immer der aussah, wir haben ihm blind vertraut. Der Fight Club muss härter werden. Jeder von euch bekommt eine Hausaufgabe. Ihr fangt mit dem völlig Fremden eine Schlägerei an. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und werdet sie verlieren. Das tat weh. Du wolltest doch dein Leben ändern. Du hast es getan. Ich steig aus. Zu spät, also halt die Schnauze. Was für ein krankes Spiel spielt ihr hier? Oh mein Gott. Hosenscheißer. Das ist doch Wahnsinn! Am Ende wirst du mir dankbar sein. Wow! Wow! Letzte Nacht habe ich etwas geträumt. Da war eine junge Frau. Ich habe diese Fähigkeit. Und sie sind? Sandy. Ich sehe Menschen und Orte. Und sehe ich dich wieder? Du weißt, wo du mich findest. Aber es sind nicht nur Träume. Es ist wirklich passiert. Was hast du gesehen? Wie ein Mädchen ermordet wird. Sie haben den Mord gestern Nacht gesehen, glauben aber, dass er eine Vision war. Jack, ich will das nicht. Denkst du, du kannst einfach abhauen? Oh.
Glaubst du an Geister? Rette dich selbst! Du weißt, wo du mich findest. Das ist ein echter Klassiker. Was heißt Agat Five on it? Es geht um Drogen. Es geht nicht um Drogen. Der Song ist dope. Finger weg von Drogen. Fühl den Rhythmus. Du hast es. Du hast es. Wahnsinn, Sie sind schon so groß. Wusstest du, dass Gabe ein Boot hat? Captain Daddy! Das ist ein Scherz, oder? Nein, das ist kein Scherz. Es ist Viertel vor Wodka, oder? Oh ja. Wo ist Jason? Jason? Jason! Wo warst du? Ich wusste nicht, ob du dich verlaufen hast. Bleib bei mir und ich beschütze dich. In unserer Auffahrt steht eine Familie. Das sind vermutlich die Nachbarn. Was, habt ihr etwa Angst vor der Familie? Hi, kann ich Ihnen helfen? Sarah, zieh sofort deine Schuhe an. Wenn ihr Stress haben wollt, dann gibt es Stress. Was seid ihr für Menschen? Das sind wir. Die sehen genauso aus wie wir. Die denken wie wir. Die wissen, wo wir sind. Wir müssen weiter und immer weiter. Die hören nicht auf, bis sie uns getötet haben. Oder wir sie. Sei vorsichtig. Hören Sie mir zu! Zu Ihrer eigenen Sicherheit. Er ist hier, er ist hier! Ich kann nicht sehen! Sie sagen, die Person, die versucht, Sie zu töten, ist gerade in diesem Raum. Aber wir können ihn nicht sehen. Er hört zu. Hallo? Er hat einen Weg gefunden, sich unsichtbar zu machen. Das ist lächerlich. Ich habe seine Leiche gesehen. Er war ein Soziopath. Er sagte, egal wohin ich gehe, er würde mich finden. Und ich würde ihn nicht kommen sehen. Du brauchst Hilfe. Es ist wichtig. Wo bist du? Dass du glaubst, was ich dir gleich erzählen werde. Zeig dich! Komm schon! Der Unsichtbare. Ab 27. Februar im Kino. Hallo? Oh mein Gott! Ruf! Jetzt sind wir auch da! Disruptoren, hiermit vollständig! Willkommen, Leute! Es wird ein großartiges Wochenende. Wer ist das? Benoit Blanc? Der Detektiv? Ich kann Ihnen gar nicht genug danken für das hier. Wann geht's los mit dem Krimi-Rätsel? Ich habe euch alle auf meine Insel eingeladen. Hi! Denn heute Abend wird ein Mord begangen werden. Der Mord an mir. Gut, sagen wir, du bist tot. Können wir dann immer noch mit dir reden? Ja, ich spiele nicht das ganze Wochenende den Toten, Alter. Ja, das ist wirklich richtig amüsant. Auf der ganzen Insel habe ich Hinweise versteckt. Ihr müsst euch gegenseitig genau beobachten. Wer den Namen des Mörders kennt, gewinnt unser Spiel. Noch Fragen? Hey, Barry. Oh, das hat der Kick. Oh mein Gott, was ist passiert? Heiliges! Ladies and Gentlemen, es wurde ein Mord begangen. Und der Mörder ist klar zu erkennen. Für zumindest eine Person ist das hier kein Spiel. Ich muss darauf bestehen, dass niemand den Leichnam berührt. Herrgott, Detektiv, müssen Sie jetzt rauskriegen, wer die Party gekillt hat? Ich muss das Motiv finden.
für diesen Mord. Jeder von euch würde doch einen Freund verraten, nur um diesem reichen Arschloch zu gefallen. Müsst ihr schlucken. Sie sind alle Freunde. Warum sollte irgendjemand einen Mord begehen? Reden wir denn auch über den Elefant im Raum? Bin ich der Elefant? Ja, natürlich, wer denn sonst? So schlimm bist du nicht. Es ist nicht ungefährlich hier. Sie halten mich für gefährlich. Man wird sehen. Lasst alles raus! Scheiße, ja! Das ist fahrlässig. Der Mörder tötet sofort nochmal, wenn er dadurch die Spuren verwischt. Sie sind bestimmt richtig gut bei Cluedo, oder? Ich bin gar nicht gut bei so einem Quatsch. Kreuze im Kästchen, rumrennen, dann alle Zimmer durchsuchen. Das ist ein furchtbares, furchtbares Spiel. An dem Tag, an dem die Sterne flogen. Das war wie eine Szene aus einem Traum. Es war einfach wunderschön anzusehen. Nach der Schule? Geht nicht, muss halt arbeiten. Ich hasse dieses Kaff. Ich hasse dieses Leben. Im nächsten Leben will ich ein gut aussehender Junge in Tokio sein. Wo bin ich? Ehrlich gesagt, habe ich in letzter Zeit immer einen ziemlich seltsamen Traum. Als ob ich das Leben eines anderen Menschen leben würde. Was ist das denn? Heißt das... Heißt das etwa... Dass wir in unseren Träumen... Die Körper tauschen? Eines ist sicher. Sollten wir uns je begegnen, würden wir uns erkennen. Eins wollte ich dir noch sagen. Egal, wo du bist auf der Welt, ich werde dich finden. Wer bist du? Wer bist du? Wie ist dein Name? Ich habe Visionen. Wurde heute Morgen brutal ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Kanntest du sie? Nein, aber ich habe sie sterben sehen. Ich sehe Dinge. Ich sehe Morde, während sie geschehen. Hallo? Er sagt, sein Name ist Gabriel. Ich glaube, er ist aus meiner Vergangenheit. Was du auch durchgemacht hast, bevor du in unsere Familie kamst. Es hat dich so verletzt, dass ich es mir nicht entfernt vorstellen kann. Hör auf, das zu sagen. Maddie, mit wem redest du da? Gabriel. Ist er dein Fantasiefreund? Fantasiefreund. Er ist der Teufel. Was es auch war, es ist zurück. Er hat wieder getötet. Er kommt näher. Er will mit ihnen reden. Mann, was weißt du? Er ist hinter mir her.